Gratulation zum Sieg heute gegen Duisburg. Jetzt sind es 3 Punkte auf Elversberg, das viel bessere Torverhältnis. Jetzt kommt die Frage natürlich, war das heute der Klassenerhalt? Selbstverständlich muss ich da auch mit Nein antworten. Also ich weiß nicht, ich war früher mal Fan von Mainz 05 und die hatten mal eine Saison, da hatten sie, glaube ich, am letzten Spieltag 3 Punkte und 6 Tore auf Frankfurt Vorsprung und haben es auch nicht geschafft, damals aufzusteigen. Also ich würde uns einfach raten, nicht zu früh zu freuen, nach Heidenheim zu fahren und auch da gewinnen zu wollen. Und danach können wir wirklich mal schauen und dann, wenn wir es geschafft haben sollten, können wir auch feiern. Jetzt werden wir dann natürlich erstmal als Außenseiter hin nach Heidenheim. Ist klar, das ist der Aufsteiger. Wo stehen da die Chancen für Haching? Ja, das ist ein schwieriges Spiel. Also ich habe, glaube ich, im Vorfeld schon irgendwo gelesen, dass das Spiel ausverkauft ist. Die wollen sich natürlich auch nicht mit einer Niederlage verabschieden aus dem eigenen Stadion. Also die werden natürlich auch bis in die Haarspitzen motiviert sein. Für die geht es natürlich nicht mehr um ganz so viel. Das könnte vielleicht unser Vorteil sein. Ja, den Rest will man sehen. Also wir müssen genauso spielen wie heute, dann haben wir da auch wieder eine Chance. Das waren die letzten beiden Spiele hier, grandios im Altenbauer Sportpark. Woran liegt es jetzt, dass man solche Spiele auf einmal wieder gewinnt und das über ja, fast Monate hinweg einfach nicht geklappt hat? Ja, also grandios. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen auf dem Boden bleiben. Also ich glaube, wir haben letzte Woche die erste Halbzeit gegen Osnabrück und auch diese Woche die erste Halbzeit oder heute die erste Halbzeit nicht wirklich besonders gut gespielt. Das ist aber im Endeffekt auch egal. Also in der Hinrunde haben wir die Spiele, würde ich sagen, wirklich furios gewonnen. Aber jetzt, mein Gott, wenn wir ein dreckiges 2-1 machen, ist mir das genauso lieber, als wenn wir hier 4-5 oder 6-1, wie auch immer, gewinnen würden. Also ich glaube, man muss da auch ein bisschen tief stapeln und sagen, okay, jetzt am Schluss wurde es dann einfach, weil wir kontern konnten, das ist immer unsere Stärke. Aber ja, dass wir jetzt irgendwie die an die Wand gespielt haben, das habe ich jetzt auch so nicht gesehen. Alles klar, Dankeschön. Servus. Yannick Haberer, 4-1 im letzten Heimspiel. Erstmal Gratulation zu einer unglaublichen Leistung heute. Was sagst du heute zu dem Spiel? Ja, natürlich überwältigend, dass wir jetzt in unserem letzten Heimspiel schon mal einen Meilenstein gelegt haben für nächste Woche. Ich mitgekriegt hat Elversberg unentschieden gespielt. Das heißt zwar noch nicht, dass wir rechnerisch durch sind, aber ich denke, wir haben die Grundlagen dafür gelegt für den Nichtabstieg. Und das war immer unser Ziel und da haben wir einfach hart darauf hingearbeitet und ja, die letzten 2 Spiele haben wir uns einfach dafür belohnt. Wie war heute dein Gefühl? Was hast du heute gefühlt vor dem Spiel? Wurdest du noch verabschiedet vom Präsidenten? Hast noch Plakate überreicht bekommen und mit Standing Ovations dann hier am Ende auch verabschiedet? Was ist das für ein Gefühl? Hast du jetzt 4 lange Jahre gespielt bei der Spielvereinigung Haching, jetzt hier das letzte Heimspiel gemacht zu haben? Ja, irgendwie hat man schon ein weinendes Auge, weil ich bin dem Verein ziemlich viel dankbar und die Fans, auch wie sie uns heute unterstützt haben, das ist schon wahnsinnig. Also nochmal ein Riesenkompliment dafür. Ja, und dass ich mich heute nochmal mit 2 Toren belohnt habe, das macht das Ganze natürlich perfekt. Aber jetzt freue ich mich auf nächste Woche nochmal Heidenheim und dann kann ich das neue Kapitel starten. Wird nochmal ein ganz schweres Spiel, du hast gerade angesprochen, gegen den sicheren Aufsteiger Heidenheim. Da ist man natürlich Außenseiter und man braucht noch den einen Punkt. Ja, auf jeden Fall, gerade da man weiß, die haben im letzten Heimspiel nochmal volles Haus. Die werden auf jeden Fall auf Sieg spielen, aber wenn man sieht, wie wir gegen die oberen Mannschaft Fußball spielen, ich denke, dann brauchen wir keine Angst haben. Wir werden wieder versuchen, Fußball zu spielen wie in den letzten 2 Spielen und das wird dann auch klappen. Super, dann viel Erfolg dabei. Macht das gut. Ciao. Ciao. Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg gegen den MSV Duisburg. 4-1. Jetzt sind es 3 Punkte Vorsprung auf Elversberg und auch das weitaus bessere Torverhältnis. Inwiefern kann man vielleicht schon vom Klassenerhalt sprechen heute? Gar nicht. Ich habe es selber miterlebt als Spieler noch in Gladbach. Wir haben vorletztes Spiel, glaube ich, 8 oder 9 Tore Unterschied gehabt und 3 Punkte zu dem nächsten. Wir haben das nächste Spiel 5-1 verloren und die anderen haben 2-0 gewonnen, glaube ich. Es wurde dann noch mal eng, deswegen, wenn das nicht hundertprozentig sicher ist, ist für mich das nicht hundertprozentig sicher. Das heißt, wir müssen die ganze Woche wieder seriös und vernünftig arbeiten. Natürlich haben sich die Vorzeichen positiv verändert. Aber das nützt nichts. Wir müssen das letzte Spiel noch richtig, richtig angehen. Jetzt hat man so das Gefühl, irgendwie, dass solche Spiele jetzt auf einmal wieder gewonnen werden, die man vielleicht in den letzten Monaten nicht gewonnen hätte. Wie kann man sich das erklären? Ich denke mal, dass du am Ende des Tages, wenn du so hart arbeitest und so viel tust, und das machen sie jetzt die ganze Zeit, dass es sich dann auch wirklich dass sie sich belohnen dafür und dass es dann auch verdient ist. Das heißt nicht, dass man immer alles richtig macht, aber die Arbeit und den Einsatz, die sie, diese Mannschaft da reinknallt, mit einer Überzeugung, mit einem Willen, glaube ich, das ist dann letztendlich der Schlüssel dazu. Haben wir ja die letzten Wochen auch schon öfters angesprochen, die tolle Moral der Mannschaft. Jetzt haben sie heute mit der fast gleichen Aufstellung gespielt wie im letzten Spiel, nur Yannick Haberer ist reingekommen. Kapitän Maximilian Welsmüller hat draußen bleiben müssen. Wie hat er das aufgenommen?
Ja, sicherlich war er nicht begeistert. Ist auch normal, ist auch richtig so. Also wenn er da nicht sauer wäre, dann würde ich ihn fragen, ob er krank ist. Aber wir haben gegen Elversberg mit Hummels auf der Position gespielt, haben zu Null gespielt. Er hat ein Tor gemacht, Stuttgart hat ein Tor gemacht und wir haben gegen Osnabrück wieder zu Null gespielt. Dementsprechend wäre es schwierig gewesen, dem Jonas zu erklären, dass er draußen bleiben muss. Und der Welsi hat ja, mit seiner roten Karte 3 Spiele gefehlt und ja, dann musste er sich leider für den Moment auch hinten anstellen. Und das ist sicherlich nicht einfach, gerade als Kapitän, aber ich sage immer, die Mannschaft und das Team und die Sache steht über allem und das hat er auch verstanden. Und nichtsdestotrotz ist der Welsi ein wichtiger Spieler immer noch für uns. Jetzt geht es nächste Woche noch gegen Heidenheim. Letztes Saisonspiel, geht man als Außenseiter hin, ist klar, weil die sind schon aufgestiegen. Kann man vielleicht auch darauf hoffen, dass die ja, schon ein bisschen in den Feierlichkeiten untergegangen sind oder wie ist da nächste Woche dann der Matchplan? Also ich kann mir vorstellen oder ich glaube fest daran, dass das ihr letztes Heimspiel ist in der dritten Liga und dementsprechend wollen sie sich natürlich gebührend verabschieden. Dementsprechend werden sie alles tun und alles machen, um dieses Spiel für sich zu entscheiden und eine gute Leistung abzuliefern. Und unsere Aufgabe ist es, es ihnen so schwer wie möglich zu machen. Geht man da dann auf diesen einen Punkt, den man noch braucht, oder spielt man da auf Sieg? Wir werden nichts ändern. Wichtig ist unsere Mentalität, wichtig ist unsere Herangehensweise, dass wir den Gegner fordern. Und der Gegner muss 90 Minuten alles gegen uns tun, auch Heidenheim, um uns zu schlagen. Und wenn am Ende ein Punkt rauskommt oder auch mehr, dann ist das so. Wenn nicht, werden wir sehen. Aber es ist natürlich der Erste in der Liga, schwere Aufgabe. Aber wir werden alles tun, dass es so schwer wie möglich wird. Alles klar, dann viel Erfolg. Dankeschön. Und bis nächste Woche. Alles klar.